Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches. Berichterstatter ist der Abgeordnete Merz. Das ist die Drucksache 19/6398 zu 19/5959. Herr Kollege Merz, ich bitte Sie um Berichterstattung. Ja, ich bin schon am Suchen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die Stimme der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Ich danke Ihnen, Herr Kollege Merz, für die Einbringung. Ich ergänze, dass es dazu noch einen Änderungsantrag der Fraktion der FDP gibt mit der Drucksache 19/6497. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Herr Kollege Rock von der FDP hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, jetzt sind wir beim Thema, in dem es hier im Plenum eine größere Geschlossenheit gibt und ich glaube auch größere Übereinstimmung, vor allem grundsätzlicher Art und Weise. Wir haben ja als Freie Demokraten drei Gesetzentwürfe in den Hessischen Landtag eingebracht, die sich mit dem Thema Kinderbetreuung und der Qualität der Kinderbetreuung und der Eltern, der Unterstützung der Eltern beschäftigt. Und im ersten Gesetzentwurf, den wir eingebracht haben, ging es darum, eine landesweite, legitimierte Vertretung der Eltern der Kitas in Hessen zu installieren. Ich war wirklich sehr froh, dass alle Fraktionen zu diesem Gesetzentwurf, ob wir eine landesweite Vertretung brauchen der Eltern für unsere Kitas, analog zu den Vertretern der Eltern für unsere Schulen, dass da alle dafür waren, dass alle erkannt haben, die Kita-Eltern brauchen eine starke Stimme auch auf Landesebene. Jetzt hat die Regierungsmehrheit gesagt, wir sind ein bisschen früh, aber grundsätzlich sind sie auch dafür. Das ist natürlich vielleicht der einen oder anderen Wahltaktik geschuldet. Aber ich hoffe, dass wir in der neuen Legislaturperiode einen Gesetzentwurf mit allen Fraktionen oben im Titel zusammenbekommen, der die Elternvertretung hier in Hessen etabliert. Es wäre zumindest mein Bestreben, das dann auch so umzusetzen. Und ich glaube, bei vielen wichtigen Themen, die es in der Kinderbetreuung gibt, ist es wichtig, dass so grundsätzliche Themen auch von uns gemeinsam getragen werden. Der zweite Gesetzentwurf, um den es jetzt heute geht, der müsste nach meiner Meinung auch so einheitlich sein. Der müsste auch so einheitlich sein, weil worum geht es? Diesmal geht es nicht um die Mitspracherechte der Eltern hier auf Landtagsebene, sondern hier geht es darum, dass die Eltern die Wahlfreiheit haben, ihr Kind in der Einrichtung betreuen zu lassen, in der sie einen Platz bekommen natürlich, aber in der sie sich auch betreuen lassen möchten. Dieser freie Elternwille des Platz der Platzwahl einer Einrichtung. Das ist bundes- und landespolitisch garantiert. Ich hoffe, hier gibt es auch keinen Dissens, dass das ein Elternrecht ist, das wir auch wahren wollen und durchsetzen, weil es für die Eltern wichtig ist. Ich will das auch noch einmal deutlich machen, worum es im Kern auch geht. Wir haben oft hier eine Debatte über soziale Verwerfungen, über die Frage von Armut geführt. Und es ist sehr schade, dass es in unserem Land zwei große Armutsrisiken gibt. Und das sind Kinder und das ist kein Arbeitsplatz zu haben. Also es gibt zwei große, also Alter kommt ein bisschen viel später, aber Kinder und keinen Arbeitsplatz zu haben, ist eine ganz reales Armutsrisiko auch in Hessen. Und wenn man das ernst nimmt, und wir wissen, dass der Großteil der Hessen, die irgendwo arbeiten, pendeln, die haben ihren Arbeitsplatz nicht vor der Haustür, sondern die fahren in Metropolen oder in Orte, in andere Orte, wo eben Industrie ist oder Dienstleistungsunternehmen sind, die müssen pendeln. Ganz viele, viele Hessen müssen pendeln. Und darum ist es für die, die einen Arbeitsplatz nachfragen,
gar nicht selten, dass der Arbeitsplatz nicht in der eigenen Kommune ist, sondern dass er in einer anderen Kommune ist. Und um diesen Arbeitsplatz aufnehmen zu können und selbst seinen Lebensunterhalt verdienen zu können und auch die Freiheit zu haben, nicht vom Sozialstaat abhängig zu sein, ist es wichtig, dass man auch einen Betreuungsplatz hat. Und wir wissen, dass gerade Eltern und gerade auch in einen Elternfamilien, wenn die Kinder ganz klein sind und man den Arbeitsplatz aber aufnehmen will oder muss, dass man dann lieber, wenn das Kind noch sehr klein ist, also im Krippenalter, eher dazu neigt, nicht zu weit weg zu sein von dem Kind, wenn was ist, wenn es sehr klein ist. Wenn sie ein bisschen älter sind und vor der Grundschule stehen, dann sagt man dann lieber in die Kita, weil die gehen ja dann auch in die Grundschule im Ort. Aber wenn die ganz klein sind, dann hat man eher die Tendenz zu sagen, ich will nicht so weit weg sein von meinem Kind, um die Arbeit aufnehmen zu können. Und das betrifft natürlich, wenn es wirklich darum geht, ausreichend Geld verdienen zu können, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und eben kein Kind in die Armut abgleiten zu lassen, da gilt natürlich auch dieses Arbeitsplatzargument sehr stark. Und ich habe das erlebt bei der Debatte, das ist ja nicht die erste Lesung, die wir hier haben zu dem Gesetz, dass ich auch E-Mails bekommen habe von Betroffenen. Und wir haben ja Anhörungen gehabt zu dem Thema. Also ich fasse das noch einmal zusammen. Es ist für viele Eltern, auch für Einelternfamilien, wichtig, einen Arbeitsplatz zu haben oder einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu haben, um entsprechend auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Aber die Situation in Hessen, und das wissen wir aus der Anhörung auch, es gibt Landkreise in Hessen, die haben in ihren Satzungen stehen, dass sie keine Kinder fremdbetreuen. Wir wissen aus Kommunen, dass sie grundsätzlich das nicht machen. Dass sie grundsätzlich das nicht machen. Sie nehmen keine Kinder auf. Wir wissen, Frankfurt, Offenbach, wir wissen von Eltern, die ihr Kind betreut haben wollen, in der Krippe, dass die Einrichtung sagt, die Kommune ersetzt uns das nicht. Wir können ihr Kind nicht aufnehmen. Oder dass man sagt, ich will die grundsätzlich nicht aufnehmen. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir eine Lösung finden wollen. Wir wollen eine Lösung finden, die Eltern nicht alleine lässt zwischen den Streitigkeiten zwischen Kommunen, die sich nicht darüber einigen können, ob, wie, wann ein Platz zwischen den Kommunen finanziell ausgeglichen wird. Wir hatten eine Regelung im Gesetz, wo wir dachten, die müsste doch jetzt funktionieren. Jetzt ist es doch im Gesetz stets drin, wie man es berechnen soll, aber es funktioniert nicht. Und warum funktioniert es nicht? Wie komme ich da drauf? Weil wir das Gesetz evaluiert haben und beim Evaluieren festgestellt haben, dass genau hier sogar die Kinder, die betreut werden, zurückgegangen sind. Gegen alle Trends. Gegen alle Trends sind dort die Kinder, die fremdbetreut sind in anderen Städten, sind zurückgegangen. Und das ist ein deutlicher Hinweis, dass es nicht funktioniert, weil die Bedarfe sind doch gigantisch. Wir wissen, es fehlen 20.000 Krippenplätze und 10.000 Betreuungsplätze für den Ganztag. Und darum wollen wir als Lösung, und es geht um wahrscheinlich einen einstelligen Millionenbetrag, Lösung für diese Familien, für die das existenziell ist. Existenziell ist und ein Grad von Freiheit, sich eben aus einer Alimentierung des Sozialstaates herausnehmen zu können. Dass uns das einen einstelligen Millionenbetrag wert ist. Das ist in unserem Gesetzentwurf angelegt. Und ich hoffe, dass wir, wenn man sich differenziert damit auseinandersetzt und auch dauerhaft mit dem Thema beschäftigt, dass man auch zumindest einmal anerkennt, dass es dieses Problem gibt und dass wir es lösen müssen. Wenn einer klügere Vorschläge hat zum Lösen, die funktionieren, bin ich immer offen, darüber zu diskutieren. Nur wir oder mir, der das ja jetzt schon ein paar Jahre mitverfolgt und dem das am Herzen liegt, dass dieses Wahlrecht der Eltern beibehalten wird und auch durchgesetzt wird, fällt keine bessere Lösung ein, als dass wir als Land einspringen und eine Finanzierung übernehmen, was relativ untypisch ist und auch nicht systematisch ist. Das ist mir alles klar. Aber um eben diese Möglichkeit für diese kleine Gruppe von Menschen zu schaffen, sich selbstständig ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist es mir wert, hier auch einmal über meinen systematischen Schatz zu springen und diesen Weg zu gehen. Ich bin froh, dass meine Fraktion das mitgetragen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Kollege Rock. Als nächster Redner spricht nun Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eigentlich wollte ich nur einen Satz sagen, aber jetzt bin ich. Ja, den sage ich auch noch. Nein, ich sage noch ein paar andere Sätze vorher, und dann komme ich zu dem einen Satz, der alles zusammenfasst. Kollege Rock, weil er sehr weit ausgeholt hat und deswegen es doch ein wenig lapidar wäre, darauf nicht geantwortet zu haben. Erstens, es ist unstreitig, dass es ein Wunsch- und Wahlrecht von Eltern gibt, ihre Kinder auch in einer anderen Einrichtung außerhalb des Wohnortes betreuen zu lassen. Das ist ausgeurteilt, das ist die geltende Rechtslage, und jeder Träger und jede Kommune, die dagegen verstößt, macht sich eines Rechtsbruchs schuldig. Erstens. Zweitens, in der Realität, das wissen wir, ist die Sache nicht so einfach, und es hat zwei Gründe. Das eine ist die Frage der Kosten, und das andere ist die Frage der Plätze selber. Dass drittens jetzt aber von der Frage der Erstattung nach § 28 HKJGB her aufzäumen zu wollen, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er kein Beitrag zur Lösung des Problems ist, sondern eher dazu beiträgt, die Probleme noch zu verschärfen, nämlich die interkommunalen Probleme zu verschärfen, halten wir in der Tat für nicht zielführend. Ich glaube nicht, dass das, was bisher im 28 HKJGB steht, und ich glaube auch nicht, dass das, was Sie in den Paragraphen 28 HKJGB schreiben wollen, ob das zur Systematik passt oder nicht, es passt natürlich nicht, aber das ist noch einmal eine ganz andere Frage, dass das dazu beiträgt, das Problem, das in diesen beiden Ecken besteht, nämlich die Kostensituation der Kommune einerseits und die Platzsituation andererseits, und die beiden Probleme natürlich auch wieder zusammengehören, zu lösen. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir einen ganz anderen Ansatz wählen wollen, nämlich den über eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen im Bereich der Betriebskosten. Deswegen habe ich schon mehrfach gesagt und sage es jetzt erneut, und das ist der eine Satz. Wir sind der Auffassung, dass der § 28 HKJGB abgeschafft gehört. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Merz. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Ravensburg von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Rock, sehr geehrter Herr Kollege Merz. Einig sind wir erst uns einmal in der Feststellung, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf enorm wichtig ist für Familien, für Eltern und natürlich auch im Besonderen für alleinerziehende Mütter. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass sie die Möglichkeit haben, ihr Kind mitzunehmen, wenn das sinnvoll und richtig erscheint. Und das ist immer die Entscheidung der Mutter, auch in die Kommune, wo der Arbeitsplatz ist. Und wir haben damals, als wir das KiföG besprochen haben, haben wir festgestellt, ja, es gibt Kommunen, die lehnen es ab, dass Mütter ihre Kinder mit zur Arbeitsstätte nehmen und dort in eine Betriebskrippe zum Beispiel geben, weil sie keinen Kostenausgleich haben. Und deshalb ist es richtig und sinnvoll nach wie vor, dass es den § 28 gibt. Wo wir uns aber jetzt uneinig sind, Herr Rock, das ist die Frage, würde Ihr Gesetzentwurf die Situation für die Eltern verbessern? Und da unterscheiden wir uns. Deshalb lehnen wir auch Ihren Gesetzentwurf auch in dieser Lesung wiederum ab. Denn wir haben uns darüber unterhalten, was können wir tun und wie finden wir für Eltern die bestmögliche und räumliche Betreuung. Und da gibt es neben dem Arbeitsplatz natürlich auch andere Notwendigkeiten. Zum Beispiel, wenn man eine Tagesmutter hat, die betreuen soll und die in einer anderen Kommune lebt, oder eben die Großeltern die Betreuung übernehmen. Alles Anlässe, die damals durch die gesetzliche Regelung verbessert worden sind und wo wir auch uns freuen, dass hier Lösungen gefunden worden sind. Und jetzt haben Sie dann eben gesagt, ja, aber
die Zahlen der fremdbetreuten Kinder, die stagnieren. Und da haben Sie aber den Hauptgrund völlig außer Acht gelassen, nämlich das hängt damit zusammen, dass aufgrund des Rechtsanspruchs und auch der Unterstützung von Bund und auch des Landes Hessen die Anzahl der Betreuungsplätze massiv überall flächendeckend in Hessen ausgebaut worden ist. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass viele Eltern ihre Kinder in anderen Kommunen mit längeren Betreuungszeiten betreuen lassen mussten, um ein Jawohl, das können Sie sich die alten Anhörungsunterlagen noch einmal anschauen, weil sie eben in der eigenen Kommune entweder keinen Betreuungsplatz haben oder nicht den passenden. Das hat sich deutlich verbessert, und das ist auch einer der Gründe, weswegen die Kosten der Kostenausgleich bei vielen Fällen jetzt gar nicht mehr notwendig ist, weil eben die Kinder in der eigenen Kommune betreut werden können. So, und dass wir aber kein einheitliches Bild haben, das hat meiner Meinung nach die Diskussion in der Anhörung deutlich widergespiegelt. Denn das habe ich schon in der ersten Lesung zum Ausdruck gebracht, dass wir in der Tat einen sehr schwierigen Kompromiss hatten, Herr Rock, um eine faire Kostenausgleichsregelung zu finden, und zwar auch eine möglichst einheitliche Kostenausgleichsregelung. Das hat lange gedauert und hat lange Verhandlungen gekostet. Da gibt es z. B. den Städtetag, der immer dagegen ist. Da gibt es den Städte- und Gemeindebund, den Sie ja hier unterstützen, der eher dafür ist. Und da gibt es natürlich auch die Kommunen, die sagen, ich habe auch nichts dagegen, wenn das Land die Kosten übernimmt. Da gibt es dann die Träger, die kritisieren, dass sie aufgrund Platzmangels, Sie haben angesprochen, Kinder nur aus der eigenen Kommune vorrangig aufnehmen können. Und da gibt es Kommunen, die längst gegenseitige Vereinbarungen getroffen haben, die sich auch beispielsweise gegenseitig gar keine Kosten in Rechnung stellen oder bei denen sich aufnehmende und abgebende Kinder ausgleichen, sodass auch da keine Notwendigkeit gibt. Also, aus der Anhörung kam keineswegs eine deutliche Tendenz dafür heraus, den FDP-Vorschlag nachzukommen. Und deshalb gibt es auch für uns keinen zwingenden Grund, diesen gefundenen Kompromiss wieder aufzubrechen. Im Gegenteil, wir sehen mit Ihrem Gesetzentwurf die berechtigten Interessen der Eltern nicht realisiert, auch wenn ich Ihre Bemühungen durchaus anerkenne. So, und dann liegt uns noch ein Änderungsantrag vor. Denn vom Städte- und Gemeindebund war beispielsweise eine breite Kritik dagegen gefunden worden, was Sie für einen Schlüssel vorgeschlagen haben, der weder das Alter des Kindes noch die Betreuungszeit berücksichtigte. Dazu liegt jetzt der Änderungsantrag zu. Sie haben die Situation dadurch entschärft, ja. Aber weiterhin fehlt uns z. B. der regionale Bezug der Pauschalen. Und uns ist völlig klar, je mehr Kriterien Sie da einbauen, desto komplizierter wird es wieder, weil Sie werden nie eine Regelung finden können, wo alle Kommunen sagen, ja, das ist es, und da sind wir mit einverstanden. Und deshalb rate ich sehr davon ab, diesen Kompromiss wieder aufzubrechen. Und außerdem, Herr Rock, liegen die Probleme aus meiner Sicht doch einer ganz anderen Stelle. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Rock. Nein, ich möchte jetzt gerne meinen Faden weiterführen, denn ich komme zu dem Thema, dass wir bei diesem Gesetzentwurf eine Problemlage gerade unserer großen Städte völlig unberücksichtigt lassen. Da geht es nämlich darum, dass beispielsweise die Stadt Frankfurt jährlich einen Zuzug von weitaus mehr als 10.000 Menschen und damit auch von vielen Kindern zu verkraften hat und sie einen Rechtsanspruch erfüllen müssen. Und das bedeutet natürlich auch, sie brauchen weitere Kindertagesstättenplätze in der Kommune. Und da liegt es nämlich nicht an einer Kostenausgleichsregelung. Da geht es auch nicht um Fördermittel, denn die Fördermittel sind vorhanden. Der Engpass besteht darin, wie schwierig es ist, neue Kindertagesstättenplätze weiterbauen zu können. Und gerade deshalb haben wir z. B. auch das Baurecht geändert. Denn es muss doch möglich sein, auch in einem Gewerbegebiet eine Kindertagesstätte beispielsweise neben einem Betrieb bauen zu können, damit die Eltern ihre Kinder dort unterbringen können. Das Land Hessen unterstützt die Städte dabei. Und deshalb
ist dieser Grund ganz wichtig zu beachten. Und der nächste Punkt, der Kritikpunkt, die Einführung der Pauschalen müsse sein, weil der Aufwand bei unserer Regelung zu groß sei für die Kommunen. Das ist auch in der Anhörung klar und deutlich zum Ausdruck gekommen. So etwas muss eingepflegt werden in eine Excel-Tabelle, dann werden die Kinderzahlen eingegeben, und ruckzuck habe ich die Kosten, die ausgeglichen werden sollen. Also das Thema Verwaltungsaufwand, das ist ein Problem, das gar nicht existiert. So, und deshalb lehnen wir ab, denn das Land soll die Kosten nicht übernehmen, kann es auch gar nicht. Schließlich ist die Kinderbetreuung eine kommunale Angelegenheit, und deshalb muss aus der Kostenausgleich dort verordnet werden. Ich kann verstehen, Herr Rock, dass Sie Ihre Initiative aus wahltaktischen Gründen heute eingebracht haben und wieder diskutieren. Aber zur Verbesserung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf trägt Ihr Gesetzentwurf nicht bei. Und das sehen Sie auch bei der breiten Ablehnung hier im Plenum, dass die Mehrheit hier im Hause und die deutliche Mehrheit meiner Auffassung ist, wir können Ihrem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unsere grundsätzliche Kritik an dem Entwurf habe ich in der ersten Lesung schon hierzu bekannt gegeben. Durch die Beratungen hat sich ergeben, dass es ja ein Problem insbesondere zwischen Offenbach und Frankfurt gibt. Ich finde, auch diese beiden Städte sollten dieses Problem lösen. Aber es kann nicht unsere Aufgabe sein, es zu lösen. Durch den Änderungsantrag, den Sie eingebracht haben, ist es deutlich besser geworden. Das muss man zugeben. Aber es ist immer noch nicht das, was wir vertreten würden. Deshalb bleibt es bei unserer Positionierung, dass wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen können. Wir glauben nicht, dass man damit ein einziges Problem löst, die es unbestritten gibt. Herzlichen Dank. Danke, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe schon in der Einbringung zur ersten Lesung gesagt, dass die FDP versucht, ein Bild zu stellen, das ich nicht nachvollziehen kann. Sie sagen, die Wahlfreiheit der Eltern sei gefährdet, weil sich die Gemeindeverwaltungen nicht einigen können, wie sie sich die Pauschalen gegenseitig verrechnen. Ich sage Ihnen, uns sind die Fälle nicht bekannt, in denen Eltern beispielsweise, ich habe das auch schon einmal aufgeführt, in einer Gemeinde keinen Platz bekommen haben, weil es verrechnungstechnisch Probleme gibt. Ich gebe zu, es gibt Eltern, die finden in Gemeinden keinen Betreuungsplatz, weil der Träger keine Kinder mehr annimmt, weil er voll ist. Ja, keine Frage. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich sind viele Einrichtungen knallvoll und nehmen keine neuen Kinder mehr an. Aber dabei ist es völlig unerheblich, ob es aus der Nachbargemeinde kommt oder aus dem Quartier selbst. Also das Argument, dass Einrichtungen voll sind, ist kein Argument dafür, die Ausgleichszahlung komplett abzuschaffen und sie dann obendrein noch zulasten Dritter, nämlich in dem Fall dem Land, in Rechnung zu stellen. Was ist das denn für ein System, wenn zwei Gemeinden sich nicht einigen können, danach zu sagen, jetzt schüttet das Land aber mal so lange Geld rein, bis es keinen Ärger mehr gibt? Ist doch, wo haben wir das denn gemacht? Bei was? Bei was? Bei was? Bei der Betreuung behinderter Kinder wird ein Anreiz geschaffen, dass eine Gruppe kleiner wird, von 25 auf 20, damit Kinder mit Behinderung aufgenommen werden. Das ist ein finanzieller Anreiz und auch eine Erleichterung für die Betreuung der Kinder. Das ist doch etwas ganz anderes. Wir wollen, dass Kinder überall betreut werden können. Aber es ist doch ein Unterschied, ob wenn die Gemeinde A und Gemeinde B sich über einen Finanzierungsausgleich nicht einig werden können, dann zu sagen, bezahlen wir es vom Land. Das ist doch geradezu absurd, das so zu machen. Wir verschenken viele Millionen Euro dafür. Nein, es ist auch in der Anhörung, ich habe es auch noch einmal nachgelesen, Frau Kollegin Ravensburg hat es schon gesagt, viele haben es doch gesagt, dass der § 28 dazu, auch damals die damalige Einigung aus dem damaligen Jahr, nach vielen langen Jahren Verhandlungen, Pauschalierung auch zu einem guten Abschluss kam und in den allermeisten Gemeinden das auch reibungslos funktioniert. Dass es ein Aufwand ist, das ist unstrittig, es würde aber auch nach Ihrem Modell irgendwie einen Aufwand geben. Wenn man es vom Land dann einfordert, muss man auch nachweisen, dass man Kinder hatte. Also irgendeinen Aufwand wird es immer geben. Irgendein Bearbeiter muss hingehen und muss eine Statistik machen, die er dem Land überreicht, auch wenn Sie Pauschalen ausschütten wollen, die dann wieder
viel Spaß bei der Verrichtung entweder zu knapp oder zu teuer sind. Wie auch immer, ich finde das System so, wie es jetzt ist. Sicherlich kann man noch alles vereinfachen, und man muss darüber nachdenken, dass die Gemeinden viel besser miteinander kooperieren. Aber ich glaube, dass Ihre Kritik, es gäbe keine Wahlfreiheit, weil bestimmte Eltern aus der Gemeinde A keinen Platz finden bei Gemeinde B, nicht der Grund ist, dass es so schwierig ist, diese Ausgleichszahlung zu machen. Da widerspreche ich Ihnen ausdrücklich. Ich glaube nicht, dass ein Betreuungsplatz deshalb nicht vergeben wird an ein Kind, weil die Ausgleichszahlungen nicht stattfinden, sondern das hat andere Gründe, nämlich dass es einfach keine Plätze gibt. Und da zitiere ich gerne den Minister: Es ist originäre Aufgabe der Kommunen, eine bedarfsgerechte Planung vom Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen U3 und über 3 Jahren zu machen. Wenn die vorhanden ist, wird es das Argument ganz ehrlich nicht sein. Und ich glaube, dass Sie sagen, sei die Wahlfreiheit gefährdet, ist, halte ich für abenteuerlich. Ich weiß, dass es genug Eltern gibt, die in Nachbargemeinden ihr Kind betreuen, warum auch immer, weil sie es besser finden, ihr Kind in der Nähe ihres Arbeitsplatzes betreut zu haben. Das ist ihr gutes Recht. Das ist auch nicht strittig. Aber ich habe noch keinen gehört. Es war einer in der Rolf Schmidt, der ein bisschen, Sie wissen, der hat eine sehr schräge Ansicht gehabt von vielen, alles als Skandal bezeichnet. Sie erinnern sich damals in der Anhörung, Herr Schmidt, Sie wissen, was ich meine, zwischen Offenbach und Frankfurt. Da muss man einfach mal zwischen den beiden Städten mal fragen, was da eigentlich los ist, dass, wenn Offenbach die Gemeinde die Ausgleichszahlung nicht bekommt. Aber insgesamt ist das System ausgehandelt von den kommunalen Spitzenverbänden. Auch der Vertreter aus der Stadt Eschborn hat nochmals betont, der viele Kinder aus Frankfurt aufnimmt und umgekehrt nach Frankfurt schickt, der noch einmal klargestellt hat, es gibt kaum ein Problem. Die Abschaffung des § 21, 28 würde das Problem nur noch verschärfen. Wir teilen diese Ansicht. Ich glaube, wir halten an dieser Praxis so lange fest, bis es einen besseren Vorschlag gäbe, es noch einfacher zu machen, aber sie ganz abzuschaffen und das dann noch das Land löhnen zu lassen, ist geradezu absurd. Dafür haben wir wirklich anderes und Wichtigeres zu tun. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu bedarf es keiner Regierungserklärung. Aber das, was in der Regierungserklärung gestern von mir gesagt worden ist, stelle ich auch jetzt an den Anfang meiner Ausführung. Es ist ureigene Aufgabe der Gemeinden, für die Kinderbetreuung verantwortlich zu sein. Und als Folge dieser Verantwortung für diese Aufgabe folgt letztendlich dann auch die Finanzierungsverantwortung. Und somit sind für die Frage des Kostenausgleichs die Gemeinden die richtigen Ansprechpartner. Und die Genese des § 28 im HKJGW begann ja durch eine Klage der Stadt Wetzlar vor vielen Jahren. Also insofern ist das ja ein altes FDP-Thema in diesem Kontext, in dem die Gerichte ausgeurteilt haben, dass es für Eltern ein Wahlrecht gibt. Dieses Wahlrecht wird auch seitens der Landesregierung immer flankiert. Und dieses Wahlrecht wird auch nicht infrage gestellt. Zweiter Punkt. Es wird hier immer das Beispiel Frankfurt-Offenbach gemacht, unter dem Gesichtspunkt, dass die Stadt Frankfurt freien Trägern verbieten würde, Kinder in ihrer Kindertagesstätte aufzunehmen. Und dass das aus Offenbacher Sicht jemand gesagt hat, heißt nicht, dass es hier einen Konflikt an dieser Stelle zwischen Frankfurt und Offenbach gibt. So viel Lokalpatriotismus als Offenbacher muss ich dann auch schon sagen. Im Übrigen verbietet die Stadt Frankfurt nicht die Aufnahme von Kindern in freier Trägerschaft. Sie geht einen etwas anderen Weg, der damit zu tun hat, wie die Bedarfe und die Plätze da sind. Bei einer Stadt, die eine hohe Einpendlerzahl hat, ist das auch verständlich. Sie bezahlt den freien Trägern für diese Kinder keine Betriebskostenzuschüsse. Sie zahlt ihnen keine Betriebskostenzuschüsse. So ist es. Ja? So. Und an der Stelle, wo sie keine Betriebskostenzuschüsse leisten, hat sie aber auch keinen Anspruch auf einen Kostenausgleich. Überhaupt keinen Anspruch auf einen Kostenausgleich. Insofern hat der freie Träger dann aber noch eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten, auch im Hinblick auf die Herkunftsgemeinde. Wir haben ungefähr 3 Jahre an der Formulierung gearbeitet, gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, die im 28 HKJGB dann festgelegt sind. Damals war Herr Rock noch Mitglied einer Fraktion, die in Regierungsverantwortung gewesen ist, hat er es noch sehr genau mitbekommen, welche Gespräche dort geführt worden sind und zu welchem Ergebnis das geführt hat. Und wenn wir die Evaluation sehen, dann hat sich diese Kostenausgleichsregelung im 28 bewährt, weil sie dazu geführt hat, dass es ortsübergreifende Bedarfsplanungen gegeben hat. Es hat dazu geführt, dass es Vereinbarungen über Kostenausgleiche zwischen Gemeinden gegeben hat, und es hat sich letztendlich
dahingehend auch herausgestellt, dass seit der Aufnahme in den 28 HKJGB kein Gerichtsverfahren mehr anhängig gewesen ist. Im Vorfeld der Aufnahme 28 HKJGB der jetzigen Regel war das häufiger der Fall gewesen. Deshalb ist es sachgerecht, dass es bei dieser Regelung bleibt. Eine andere Regelung wird seitens der Landesregierung nicht als notwendig angesehen und damit auch deutlich, wie die Stellungnahme der Landesregierung zu diesem Gesetzentwurf aussieht. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Ich lasse zuerst abstimmen über den Änderungsantrag der Fraktion, Drucksache 19/6497. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Somit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt worden. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf der Fraktionen abstimmen, Drucksache 19/6398 zu 19/5959. Wer diesem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Fraktion der FDP, wer stimmt dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Und somit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt worden.